sehr viele Herren auf Instagram fragen mich an, ob ich ihnen dabei behilflich sein kann, eine Escort-Agentur aufzumachen. Viele haben da eine wirklich falsche Vorstellung davon, was es bedeutet, eine Escort-Agentur aufzumachen. Dazu habe ich auch eine Geschichte von einem Kollegen bzw. von einem Freund, den ich letzte Woche in München getroffen habe. Er hat in München eine Kontaktbar und hat einen Barkeeper gesucht. Er erzählte mir auch, du, hör mal zu, es ist nicht so einfach, einen Barkeeper für eine Kontaktbar mit Prostituierten zu finden. Beziehungsweise ist es ein scheiß Job. Doch viele Bewerber, die er hat, stellen sich vor, ja klar, ich gehe dann in die Bar, den Nutten und kokse mit dem Chef im Büro. Die Barkeeper arbeiten dann einige Tage in der Kontaktbar und merken sehr schnell, dass Koksen da nicht so der Fall ist, beziehungsweise, dass Sex mit dem Prostituierten ein No-Go ist und hören selbstverständlich auf zu arbeiten. Es ist viel cooler, im Hugos in München zu arbeiten, wo 200, 300, 400 willige Frauen sind, die alle nur einen Mann suchen. Da kann der Barkeeper bestimmt mal eine Runde ausgeben und selbstverständlich hat er dann die ein oder andere Nummer. So ist es natürlich für meinen Bekannten ein Leid, einen Barkeeper für eine Kontaktbar bei Prostituierten zu finden. Aber auch ich hatte einen Jungspund im Team und jedes Jahr veranstalten wir eine Party auf Zypern. Einen Tag vor der Party bin ich nochmal zu den Jungs hin und habe ihnen mitgeteilt, Jungs, kein Alkohol und bitte benimmt euch, weil ihr am nächsten Tag wieder arbeiten müsst und den Escort-Damen so ein bisschen den Weg weisen müsst. Und dafür sollte man natürlich eine Vorbildfunktion sein. Beide jungen Kollegen schauten mich an, als wenn es eine Unverschämtheit von mir wäre, ihnen das nochmals mitzuteilen. Am ersten Abend, als natürlich alle Escort-Damen angereist sind und wir in einer großen Villa ein tolles Abendessen mit einem Catering hatten, wo selbstverständlich auch viel Alkohol da war, hat einer der Kollegen angefangen, sich zulaufen zu lassen. Da so ein Besuch von Escort-Damen nicht nur Spaß ist, sondern auch harte Arbeit, da Fotoshootings stattfinden, bin ich und der Fotograf schon mal nach Hause, damit wir morgen fit für das erste Fotoshooting sind. Mein junger Kollege hat mit den Escort-Damen bis 3 Uhr in der Nacht gefeiert, bis mehrmals die Polizei gekommen ist und er irgendwann nackt im Pool lag. Selbstverständlich gab das Konsequenzen. Die Konsequenz war, dass ich meinen Kollegen sehr schnell verabschiedet habe. Aber dazu muss ich sagen, mit 24 ist man als junger Mann noch zu jung, in einer Escort-Agentur zu arbeiten. Was ist deine Meinung dazu?